ich hoffe, man sieht das. Moment, zeige ich da 14 km/h, weil ich eben schon mal hergegangen bin. Ich bin gespannt. Das mal geradeauslauf. Nee. Jetzt zieht noch gerade ganz falsch. Gerade sollst du fahren. Das sieht gut aus. So. Okay, die Bremse ist zu heftig. Der Motor ist noch nicht so geil wie der alte. Da muss ich noch mal bei. Klingt doch irgendwas komisch, oder Jungs? Ist hier alles gut? Eventuell nochmal checken. Okay, alles gut. Immer nochmal ein Test. 64. 64. Der war noch nicht richtig getrimmt. Ich bin noch nicht so schnell, wie ich dachte. Aber immerhin, 64 ist jetzt offiziell. Ah, jetzt, ich glaube, ich hatte den Throttle-Trim nicht richtig. Das sah besser aus. Jetzt muss ich mal dahin gehen. Jetzt ist er umgekippt. Aber lieber umgekippt, als dass mir da ein Auto reinknallt. Also definitiv war mein Throttle-Trim total falsch. Der hat viel zu spät Gas gegeben und deswegen gar nicht Vollgas. Da liegt er. Aber kein Sturz, nur ein kleiner Umplumpser. Den darf ich wohl mal machen. Über so eine Aufnahme hinweg mit niemandem zu reden als mit sich selber ist übrigens ziemlich merkwürdig, Leute. Ich komme mir auch ziemlich blöd vor. Aber ich bin gespannt auf den Logger. Was sagt er denn? 82, Leute. Ich bin bei 82. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. 82. Und das Ding fährt geradeaus wie die 1. Für S-Nase noch mal kurz den Tipp, ganz ohne Kondensatorbank und ohne XT60-Stecker. Und warm ist irgendwie auch nichts, zumindest qualmt nichts. Das gucke ich mir gleich mal in Ruhe an. Ich mache noch mal einen Versuch. 82 und fahrbar. Hey, dafür, dass ich das erst seit einem Jahr mache, ist das nicht so schlecht geworden. Es ist nichts explodiert. Es ist mir noch nichts um die Ohren geflogen. Ich habe noch keinen Crash gebaut. Und das Ding fährt 82. Ich habe noch das Originalritzel drauf. Das ist ja, glaube ich, weiß ich gar nicht, ein 17er, 18er. Ein 20er ist auf jeden Fall angekommen. Zusammen mit dem GPS-Logger. So. Ich weiß nicht, kann man das sehen? 82. So, alles ist heil.
Jetzt. Okay. Verrissen. Aber alles gut. Magnetkaro. Lalala. Das ist ja spektakulär. Und immer noch ist alles heil. Okay. Das war ein Fahrfehler, Leute. Ich fahre dann noch geradeaus. Er klingt komisch, aber was soll's, wir riskieren's. Ich habe zu viel Gas gegeben eben, dann hat sie ihn einmal weggezogen. Oh, Auto. Er steht gerettet. Wow, das ist ein bisschen glatt. Und er klingt immer komischer. Ich höre jetzt auf. Jetzt ist mit dem Getriebe irgendwas. Aber er fährt. Ich würde sagen, jetzt hat es ein Zahnrad geschreddert. Gut. Klopapier ist ganz wichtig. 84. 84 km/h ist gut. 84 km/h, da geht noch mehr. Noch ein anderes Ritzel. Das Ding lebt, alles ist heil. Ich weiß nicht, ob man das gesehen hat. Juhu! Cool! 84, kann ich mit leben.